Renata Lusin möchte nach der Geburt von Tochter Stella wieder zu Let's Dance zurückkehren. Renata Lusin, mein größter Wunsch ist es, dass mich RTL nächstes Jahr wieder mittanzen lässt. Die Freude bei Renata Lusin, 36, war riesig, als Tochter Stella auf die Welt kam. Und auch wenn die Tänzerin ihre neue Rolle als Mami sehr genießt, fehlt ihr doch ein Teil des Lebens. Let's Dance. An der Tanzshow hat Renata zuletzt aufgrund der Schwangerschaft nicht teilgenommen. Nach 2 Jahren feiert sie im November bei der Live-Tour ihr Comeback. Im kommenden Jahr würde sie auch gerne wieder auf dem Parkett der Sendung Das Tanzbein schwingen, und dafür ist Renata bereit, hart zu arbeiten, wie sie gegenüber Bild verriet. Mein größter Wunsch ist es, dass mich RTL nächstes Jahr wieder mittanzen lässt. Dafür trainiere ich täglich hart, das wäre einfach fantastisch. Vielleicht nehmen Sie mich ja auch als Mama noch einmal. Renata Lusin, ich muss mich zur Ruhe zwingen. Schritt für Schritt will sich die 36-Jährige zurück zu Let's Dance wagen und die 5 Babykilos, die sie derzeit noch auf den Hüften hat, verlieren. Ich bin noch dabei, mich ganz langsam und behutsam wieder fit zu machen, so Renata. Ein erster Schritt in die Richtung ist natürlich die Live-Tour im Herbst, für die ihre Mama extra aus Russland einreist, um ihr behilflich sein zu können mit Stella. Renata weiß selbst, ich will natürlich, im Kopf, so schnell wie möglich wieder aufs Parkett, aber ich muss mich zur Ruhe zwingen. Ganz entspannter Walzer geht auch jetzt schon wieder, aber ein Quickstep mit viel Hüpfen schaffe ich aktuell noch nicht. Aber da werde ich ganz bald wieder hinkommen, da bin ich mir sicher.